sind wir auf Sendung jetzt. Also, Mikro, cool. Hi. Was haben wir hier? Außen Hui, innen Pfui, oder? Was würdest du sagen? Ein bisschen ältere Maschine. Okay. Ich glaube, ein bisschen älter und jetzt gucken wir mal rein. 10 Jahre, 12 oder sowas. Okay, also nach einer gewissen Zeit ist dann einfache Restaurierung fällig. Genau, wir fangen ganz einfach bei der E61er Blühgruppe an. Okay. Und die sind alle identisch, so gut wie. Okay, und da hast du dann eine spezielle Zange, nehme ich mal an. Egal was, es geht mit Löffel. Zeig mal, was man braucht. Messer, Löffel, Gabel und braucht man nicht. Wir müssen da unten. Oh, das ist schwer bei dir. Das bedeutet... Das wird ewig nicht rausgemacht, oder? Genau. Jetzt wird praktisch das Duschsieb versucht zu entfernen. Und bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Ja, mit dem Löffel geht's auch, aber wir haben gerade keine Löffel hier. Der hat es noch nie ausgerollt. Wow, das ist jetzt so Altbausanierung Teil 1, okay? Jawohl, jetzt wird's schon. Alles Gerät. Ja, ja, also extrem lustig. Wow. Da ist so viel Kaffeefett. Boah, also Mingya. Oh Gott, oh Gott. Ne? Da hier. Das geht überhaupt nicht. Okay, also das ist Game Over Insert Coin. Das ist ein neuer. Also, das trinkt man alles. Ja, und das schmeckt dann beschissen. Und ich, kannst du mal zeigen? Okay, no go. Und es gibt einen ganz einfachen Test, um die Dichtung zu überprüfen. Ja, genau. Jetzt kommt noch der coole Teil. Das ist eine neue. Ich kann die komplett zerquetschen. Die andere bricht. Wenn die anfängt hier zu reißen, spätestens dann sollte man die tauschen. Und die ist, die ist komplett durch. Geil, geil. Okay. Also das ist jetzt ein Spezialfall. Da würde ich die Brühgruppe komplett zerlegen. Komplett Ultraschallbatterien. Und beziehungsweise bevor in Ultraschallbad rein, das Ganze habe ich ja, das ist ja richtig hartes Zeug. Das kriegt der Ultraschallbad nicht sauber, würde ich mechanisch erstmal wegkratzen. Und dann Ultraschall. Und dann Ultraschall. So, jetzt next step. Rohrzange, oder? Rohrzange, also eine Armaturenzange. Ja, ja, natürlich. Eine flache. Und zum Schutz, wir wollen ja keine Kratzer machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding da innen drin ausschaut. Ich kann mir vorstellen, wenn das so schwer ausging, dann geht das auch so schwer aus. Aber das ist nur beim ersten Mal. Also. Yeah, Chaga. Und, oh, ich glaube, die ist nicht gut. Geil. Boah, was kommt jetzt raus? Ich wette, nee. Ich wette sehr viel Grünspann. Ja. Ja. Ne, oh, gut. Hey, wow. Cool. Also, das ist schon Edelstahltrompete. Edelstahltrompete. Das ist schon gut. Später eine andere. Wie die alten waren noch verchromt und es löst sich irgendwann nach der Zeit. Ja, da hole ich mal eine. Ich hole mal eine. Mach du mal weiter. Das sieht aber sehr gut aus. Kleiner Moment. Ja, das ist halt sehr speziell. So. So, okay. So leicht verschärft, ja. Ist kein Problem. Hier. Genau. Und so sehen die nach der Zeit aus. Die Beschichtung löst sich und das hat man den Kaffee drin. Also. Not so nice. Ja, genau. Okay, weg den Scheiß. Aber es schaut in dem Fall gut aus. Und jetzt kommt die Zange. Jetzt gehen wir mal kurz angeln. Ja. Okay, und jetzt kommt der Stößel. Das ist die Feder, die tun wir zur Seite und das ist der obere Ventilschlüssel. Man sieht es auch, diese Dichtung hier, die löst sich. Passiert meistens, wenn das Wasser ein bisschen sauer ist. Oder wenn die Leute selber entkalken, kann es auch passieren. Aber das ist ein Prozess, es dauert meistens ein halbes Jahr, Jahr oder mehrere Jahre, bis sich das Zeug löst. Oder? Und, das wäre jetzt ein neuer, also zum Vergleich.
schaut neuer aus. Also ist alle 10 Jahre sollten die schon getauscht werden. Also im optimalen Fall, wenn das Wasser gut ist, hält die Dichtung relativ lange. Das Einzige, was sich dann abnutzt, ist diese Fläche oben. Oder? Da sieht man es minimal. Sieht man wirklich minimal, dass es leicht abgenutzt ist. Und zwar haben wir diese Nocke, die ist, das ist das, wo der Hebel bewegt. Oder? Der bewegt da den Mechanismus. Und es gibt dann jedes Mal, wenn man was zumachen, entsteht der Kehleifel. Diese Nocke bzw. diese Kuppel müssen gefällt. Hier haben wir das Ganze auch noch als Schnittmodell. Genau. Okay, da sieht man diese Nocke. Und da sieht man eben, wie diese Ventilschlüssel bewegt werden. Da ist auch ein bisschen Fett drauf. Zack und zack. Und die Reibung entsteht eben da oben und da unten. Das zeige ich euch gleich, wie der untere aussieht. Okay. Also das nur vom Prinzip, was hier drin vor sich geht. Okay. Technik, aber simpel. Ja. Yeah. Das war jetzt Glück, dass ich hier unten genutzt habe, weil der ist meistens so fest, dass ich die ganze Verschraubung rausnehmen muss, Schraubstock einspannen und dann kann ich unten öffnen. Das war jetzt Glück. Also so nicht machen. Okay. Ja, aber geht. Ja, das geht schon. Also dieses Tool, die gibt es von Knipex zum Beispiel. Ja. Und hier sieht man auch, ich habe es leider, da sammelt sich auch das ganze Kaffee. Also da geht zwar der Überdruck raus, also das trinken wir ja nicht, aber wenn das da so aussieht, dann sieht das da drinnen genauso. Also ist nicht so. Nicht so sehr. Ich weiß nicht, warum der Kaffee plötzlich anders schmeckt. So, das ist, ja wie gesagt, das ist alles, kann man alles reinigen, die Feder ist aus Edelstahl oder die ist aus, ich glaube aus Edelstahl. Ja. Genau. Und das kann man reinigen, muss man jetzt nicht ersetzen, nix. Aber diese Ventilschlüssel. Das ist authentisch. Man sieht ja, das ist ja katastrophal. Der sieht zum Beispiel schon besser aus. Aber den tauscht du trotzdem aus, ne? Sag mal so, der, was sich am schnellsten abnutzt, ist eben der hier, weil wir haben zwei Federn, wo dagegen drücken. Das hat man im Schnittmodell gesehen. Ich zeige das vielleicht nochmal hier unten, weil da ist der unterste. Also den untersten ersetze ich vielleicht alle 3 oder 4 Jahre, ungefähr. Weil der nutzt sich wirklich ganz, ganz, oh, der kommt nicht mal raus. Der nutzt sich kaum ab, weil da gibt es ja nur, die stehen quasi so beide aufeinander. Und die werden nur so bewegt. Also hier steht keine Reibung und die Dichtung, also der, wie gesagt, alle 3-4 Jahre ungefähr. Der Maschine würde ich natürlich alle ersetzen. Also da, selbst wenn der eine noch gut aussieht. Komplett Programm. Ja, genau. Ne, jetzt geht es hier ganz leicht. Da sieht man schon, die Dichtung ist gut. Man kann, wenn man sich nicht sicher ist, mit dem Fingernagel reindrücken. Und die ist relativ noch weich. Das ist ein gutes Zeichen. Man könnte jetzt diese lassen, würde funktionieren. Aber wie gesagt, bei einer 10 Jahre alten Maschine, da braucht man nicht drüber quatschen. Ja. Ja? Die Nocke lasse ich jetzt mal raus, weil das ist, die ersetzt man auch vielleicht alle 5 oder 6 Jahre. Wenn überhaupt, weil wenn ich jetzt diesen Ventilschlüssel angucke, da ist die Reibung minimal. Das bedeutet, die Nocke ist sehr gut. Irgendwann, wenn man es nicht nachfettet, wird es so weit abgerieben, dass es schon schräg ist und dann funktioniert dieses Mechanismus nicht mehr. Dann haben wir vielleicht zwar Kaffee, aber die Druckentlastung nicht. Und dann wundert man sich, wenn man den Siebträger aufspannt und da 8 Bar reinkommen, dann gibt es Sauerei und man kann sich schnell verbrennen. So, das sind die Schlüssel eben. Und vielleicht was Wichtiges, das macht jetzt keinen Sinn, dass ich das neue einbaue, weil ich muss die reinigen. Ich zeige es euch nur, wie man die fettet. Und zwar brauchen wir am besten Lebensmittelfett ist sowieso. Silikonfett ist in Ordnung. Ich habe leider nichts anderes, sondern nur diesen Silikonfett. Er ist gut, hat aber einen Nachteil, der wird relativ schnell weggeschwemmt. Das ist das Problem. Also wenn man zu wenig hinmacht, kann sein, dass nach 4-5 Bezügen man schon merkt, ah okay, das quietscht wieder. Deswegen lieber was Dickflüssigeres nehmen. Glyberpaste zum Beispiel ist halt teuer. Genau, ist halt sehr teuer. Tube 50 Euro.
Die kleine, ja. Normale, die 300 Milliliter, glaube ich, 400 Euro ungefähr. Ja. Ich hält aber ewig. Drin. Also das ist verrückt, ja. Und da muss man eben so, ich hoffe, da ist noch genug drin. Also ungefähr so einen Punkt hin machen, oben rein und von unten. Feder drauf. Und, ja. Bei den mittleren quasi genau das gleiche. Unten rein und dann, dann ist der schon mal fertig. Machen wir vielleicht schon mal das Gehäuse weg. Genau, ich habe schon die Schrauben entfernt. Ich brauche nicht erklären, wie man die Gehäuse zerlegt, weil es ist bei jeder Maschine ein bisschen anders. Oder? Aber grundsätzlich bei 95% der Maschinen erst den Deckel wegmachen, wenn es überhaupt jemand machen will. Dann den Deckel wegmachen und man kann schon von oben sehr viel erkennen. Und brauchen wir da. Ach, das ist auch gut. Naja, haha. Wie macht ihr die Blutgruppe sauber, wenn sie nicht so dreckig ist? Einfach spülen? Also ich fange immer an, wenn das sieht, das können wir ja alles einlegen, oder? Ja. Und wenn ich dann eh meine Reinigungsmittel da drin habe, dann nehme ich eine kleine Bürste, gehe in dieses Mittel rein und bürste das schön aus. Okay. Okay? Aber es gibt ja viele verschiedene Methoden. Ich zu Hause nehme nach jedem Kaffeebezug, mache das so sauber von außen. Dann dauert dieser Prozess, bis es so aussieht, extrem lange. Das geht ja schnell, das liegt hier im Problem. Ja, aber die Blutgruppe selber. Ja, die Blutgruppe selber, wie gesagt, am besten mit einer Bürste. Das kann man ganz leicht ausbürsten. Okay. Wenn man das alle 2-3 Monate macht, dann ist es auch easy. Mhm. Hier funktioniert das nicht so einfach mit der Bürste. Also da. Das ist schon richtig festgebacken. Dann müssen wir vielleicht sogar wegschleifen. Und sind da die Wasserwege jetzt verkalkt innen drin? Oder? Das weiß ich nicht, das sehe ich gleich. Da muss ich in den Kessel reingucken. Also wenn ich die Trompete, Glocke oder wie auch immer, gibt es verschiedene Bezeichnungen, wenn die so aussieht, dann kann ich davon ausgehen, dass wir Kalk haben. Ja. Aber wir haben ja gesehen, die sieht so aus und das sagt mir gar nichts. Mhm. Und der Kalk sammelt sich dann meistens im Kessel. Oder im Wärmetauscher. Eins von beiden. Je nachdem, wo mehr Wasserdurchfluss ist, da sammelt sich natürlich dann schneller, oder? Aha. Aber dazu muss man das zerlegen. Man kann sich natürlich, bevor ich das Gerät komplett zerlege, kann man sich an den Schläuchen orientieren. Mhm. Weil an den Schläuchen sieht man sofort. Ich sehe hier zum Beispiel, sieht meiner Meinung nach sehr gut aus für diesen Alter. Ich vermute, ich bin mir sogar ziemlich sicher, diese Schläuche wurden ersetzt. Mhm. Mit dem Partikelfilter, weil da ist ein Kabelbinder dran und das ist nicht original. Also das wurde hundertprozentig ersetzt. Es würde ganz anders aus. Ja. Die werden nach der Zeit gelb, die Schläuche und halten. Ja. Wow. Cool. So. Und aber die Blutgruppe selber verkalkt nicht so, oder? Nicht so stark. Also wenn die verkalkt, dann ist schon alles andere komplett zu. Ja. Das, was sehr oft verkalkt ist, hier dieses Winkelstück. Das ist der Wärmetauscher, das Wasser zirkuliert ständig und da ist so eine Schwachstelle, oder ja, Schwachstelle nicht, wenn wir hartes Wasser haben, dann... Das hier auch. Genau, yeah. Das zirkuliert von, also das geht hier unten durch. Das Thermosiphonsystem. Genau, das läuft die ganze Zeit. Und wenn es natürlich einen 90-Grad-Knick macht, ist klar, dass hier natürlich das Problem zuerst auftritt. Hier. Genau. Hier das halt so die Stelle, wo man es zuerst sieht, aha, Kalk. Genau. Und bei manchen Herstellern, die tun diese Winkelstücke, die machen wie so ein Chiclör rein. Also dass der Weg enger wird, damit, wenn ich Kaffee beziehe, damit diese 8 Bar, die kühlen dann relativ schnell den Kreis ab. Damit es nicht so schnell abkühlt. Hat den Vorteil, ja, wir haben mehr Temperaturstabilität, hat den Nachteil, das Ding verkalkt sehr schnell. Ich persönlich mache das Ding raus, weil man merkt es nicht am Kaffee. Also Marzocco zum Beispiel, Linea Mini, Espresso Boiler, sitzt ein Chiclör drin am Auslauf und da reichen ein paar kleine Kalkkrümelchen aus, um das eben zu blockieren. Die Düse schaut so ähnlich aus wie so Vergaserdüse im Prinzip. Also sehr eng, kann man mit einer Nadel durch und wenn da natürlich dann was drin hängt, ist doof. Wo ist diese Düse hier jetzt? Hier, da ist auch eine Düse. Ich müsste es aber in der Werkstatt aufmachen und zwar sieht man ganz bisschen, die ist hier innen drin verschraubt. Das ist 0,6 mm Bohrung, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja, ich kann es ja gerade mal. Aber die ist hier geschützt, also innen drinnen ist ein, kannst du es aufmachen? Ja, nur dann ist das Mikrofon weg. Oh, sorry. Machen wir gleich. Ja. Da ist ein kleiner Sieb und das schützt ein bisschen durch Verstopfung. Aber irgendwann. Kalk, wenn der Kalk draufkommt, dann kann das Sieb auch nicht zaubern.
So, jetzt versuchen wir mal das aufzumachen, das Sicherheitsventil. Also es geht darum, wir müssen ja in die Kessel reingucken, oder? Und egal wo, am besten da, wo die größte Öffnung ist, weil da sehe ich am meisten. Oder? Und das ist hier das Sicherheitsventil? Nein, das ist nicht hier. Ich mache es hier. Die größte Öffnung ist da, wo die Heizung drin ist. Ja, aber ich meine jetzt von oben. Ja. Ich muss die Heizung abdichten und das ist viel aufwendiger. Ich versuche es mit der Zange, weiß ich aber nicht, ob das klappt. Ja, klappt. Also am besten mit einer Ratsche und einer Nuss. Das funktioniert sogar. Die sind oft gerne eingeklebt, dann wird es schwierig. Dann brauche ich tatsächlich eine Ratsche und dann muss ich da mal kurz mit Gewalt rein. Diese Kabelschuhisolierung ist abgebrochen. Das ist porös, muss ja auch erneuert werden. Genau, das kann man tauschen, das ist kein Thema. Nicht wundern, der Kessel ist komplett voll mit Wasser. Ich habe die Maschine vorhin angemacht, weil ich den Kunden was zeigen wollte. Ich kann es leider nicht zeigen, weil ich festgestellt habe, dass also der ist fast komplett voll. Das geht überhaupt nicht. Wenn er voll ist, dann kriegen wir überhaupt keinen Druck für zum Milch aufschäumen zum Beispiel. Also das ist schon mal ein Fehler. Und das macht sich so bemerkbar, wenn ich Milch aufschäumen will, ich mache die Düse auf und dann kommt Wasser. Und zwar relativ viel Wasser. Und woran liegt das? Wasserstand zu helfen? Genau. Das ist auch nur ein Edelstahlstift. Ja. Der geht zu der Steuerbox. Der ist ungefähr so lang, oder? Ja. Und die Maschine weiß, wenn wir heißes Wasser beziehen, sie weiß, okay, ich muss bis dahin zu dem Pegel Wasser pumpen und dann nicht mehr, oder? Und jetzt in diesem speziellen Fall könnte sein, dass die Steuerbox defekt ist, was ich aber nicht glaube, weil die Steuerboxen sind sehr, 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 sehr langlebig. Mhm. Meine Vermutung ist, da unten ist ein Magnetventil. Das ist zu. Genau. Und dieses Magnetventil soll dann aufmachen, weil der Kessel Wasser braucht. Wenn ich aber eine Brühgruppe beziehe, darf er nicht aufmachen, der muss geschlossen bleiben, sonst würde es mir den Kessel mit befüllen. Mhm. Wenn der nicht richtig schließen kann, was ich vermute, passiert genau das, wir beziehen Kaffee und jedes Mal beim Kaffeebezug kommt mehr Wasser rein. Genau. Ja. Also ist ganz easy. Entlüftungsventil, vielleicht kriege ich es auf, weiß ich nicht. Das ist auch Verschleißteil Nummer 1. Setzt sich halt leicht zu und dann zischelt es permanent. Genau. Das ist aber auch ganz easy, das ist eine Dichtung. Boah. Die sind normalerweise nicht so fest. Und das gibt es bei jeder Maschine, also zumindest bei jedem Zweikreiser, Dualboiler muss es entlüftungsventil sein. Die sehen vielleicht ein bisschen unterschiedlich aus, bei manchen kann man die Dichtungen tauschen, bei manchen nicht. So, und das ist eben diese Dichtung. Ich würde sie ersetzen. Und das funktioniert quasi so, das Wasser wird ja immer wärmer und irgendwann, wenn es anfängt zu kochen, dann schließt er quasi. Klar, der Druck kommt von unten, das Teil schließt und ist zu und ist gut. Also total simpel. Und wenn es dann richtig schließt, dann hört man so leichtes Zischen und dann sieht man hier meistens an der Tastenablage so ein bisschen Kondenswasser, das sind nicht Anzeichen, wir müssen es tauschen. Es gibt gewisse Maschinen, zum Beispiel bei manchen ECMs wird das gemacht, bei Lelit wird es auch gemacht, dass der Hersteller sagt, das ist ganz schlau, weil wir haben jedes Mal hier ein bisschen Dampf, immer, beim Aufheizen, Abkühlen, immer ein bisschen Dampf und manche Hersteller schützen das, die nehmen dann, verbauen andere Ventile und führen das mit einem Schlauch entweder meistens dann in die Schale rein. Sehr gute Lösung. Kann man nachrüsten. Jetzt hier bei dem speziellen Fall ist es schwierig, weil wir fast keinen Platz mehr haben. Da müsste man sich was basteln. Ja. Aber wäre jetzt kein Problem, wäre kein Thema. Das ist alles möglich. Cool. So, und wie gesagt. Der Mikro guckt dann praktisch rein mit der Taschenlampe. Einzeln rein zu gucken. Normalerweise nehme ich das Wasser erstmal raus und gucke dann rein. Weil wenn der Kessel ein bisschen trocken ist, kann man viel besser sehen. Also das ist wirklich ein Unterschied. Es kann passieren, da ist Wasser drin. Passiert nämlich öfters und die Kollege guckt rein, okay, kein Kalk. Und ich mache den leer und sehe auf dem Boden komplett alles voll. Mhm. Also ja. Kessel. Wasser muss raus. Genau. Ja. Das ist ganz wichtig. Wenn die Linken, raus. Meistens ja.
Ja, meistens schon. Weil der Punkt ist, da sammelt sich irgendwann bildet sich wie so richtige Kalkplatten, oder? Mhm. Vielleicht habe ich was hinten, kann ich später zeigen. Und wenn ich jetzt, ich könnte über einen Wassertank entkalken. Rein theoretisch könnte ich das machen, aber ich weiß nicht, wie viel Kalk drin ist. Das muss ich wissen. Und das Problem ist, wenn ich diese Kalkplatten da drin lasse, dann kann ich 10-mal entkalken und irgendwann ist es vielleicht weg. Viel einfacher, Kessel raus, das ganze Zeug mit Staubsauger raussaugen und dann müssen wir, also wir verkürzen die ganze Arbeit ums Zigfache. Ja? Ja, und ab ins Ultraschallbad und fertig. Und, ja genau, aber Ultraschallbad, das ist schwer zu sagen. Man muss die Erfahrung haben, lohnt sich das überhaupt oder nicht. Aber das, ich kann es nach 7 Jahren sagen, ich kann es auswendig sagen. Ich würde dem zum Beispiel jetzt nicht Ultraschallbad einlegen. Der Kessel sieht meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus. Ihr könnt es gerne reingucken, wenn ihr möchtet. So sieht es aber sehr gut aus. Da ist für mich kein Kalk drauf. Okay. Die Heizung hat ein bisschen eine leichte Schicht. Eine leichte Schicht, aber das ist kein Problem. Jetzt, in dem Fall würde ich die Heizung rausnehmen, kurz einen Ultraschallbad wieder reinbauen und fertig. Cool. Das war's. Grazie mille, Mico. Super. Yeah, also das war's. Technik.